Hi Mädels und willkommen bei Max Beach Shop. So, pass mal auf hier. Wir haben gerade Trabi Club vor dem Herrn hier und ziemlich geilen Zweier. Ja, was soll ich erzählen? Ich bin eigentlich gerade am Schräubeln. Genau, eigentlich hätte ich einen Schrauber-Dings. Danke fürs Duschen. Passt eigentlich ganz gut. Und hier ist ultimative Gurkenversammlung. Trabant Club, keine Ahnung wo. Irgendwo ist Ecke Papenburg. Ich frag die uns dann mal eben. Auf jeden Fall kamen die an und sagen, Max, ja hier, willst du mal gucken? Und hier, zwei davon kennen wir schon. Den roten kennen wir aus einem alten Video und den gelben, den kennen wir aus einem alten Video. Und der gelbe hat seitdem auch Airwhite bekommen, scheinbar. Na komm, wir gehen an meinen Neffen, die Jungs, mal eben. Ja, weil wir jetzt wie alles bei, von Schickimicki bis zur Oberratte. Ne? So, Asis, jetzt bin ich am Film. Ich brauche erstmal einen Schluck Malzbier, sonst aber richtiges Malzbier hat er mitgebracht. Dann habe ich wenigstens die richtige Marke im Hals gehabt, dann kann ich wieder sprechen. So. Ne? So, pass auf, Jungs. Welcher Trabi-Club seid ihr jetzt? Emspappen. Emspappen. Ja. Aber also war ja richtig, jetzt mal einen Fleck auf die Pappe drauf gemacht. Unterarmfleck. Nochmal. Lappen auf dem Fahrersitz. Warte, ich hab ein neues T-Shirt an. So. Ich finde alles gut. Die hast du aber auch schon nachgedichtet, ne? Muss. Silikon, Sanitärsilikon vor dem Herrn. Oh, hat er gefuscht. Oh, aber lecker auf den ersten Blick. Er guckt nicht drunter. Lass ihn immer hier unten stehen. Ja, mal kurz gucken, da hast du schon mal ein bisschen Rost an der Schraube, das soll sich aber noch klar gehen. Hier hast du keinen Rost, dann haben wir hier Gamme an der Stelle, ich weiß auch nicht warum. Haben die richtig oft. Der fängt an da hinten, wenn du oben reinguckst, siehst du, der fängt damit an. Überall. Genau. Aber ist normal, das ist ein ständig, ich weiß auch nicht, warum Wasserablauf oder irgendwas. Ja, wir machen mal eine Pappenrunde, würde ich mal sagen. Fangen erstmal der Pappe hier an, weil die kannten wir ja schon mal. Wie gesagt, die meisten kennen die wahrscheinlich nicht. Wie lange ist das schon her, das Video? Letztes Jahr Februar. Wollte ich gerade sagen, Ewigkeiten. Aber die Dinger fahren immerhin noch. Monaco waren sie auch schon gewesen damit. Also laufen die ganz gut. Ich verfolge die auf Instagram. Läuft. So, erstmal den Grill kannst du hier lassen. Ist das ein Bakelit-Grill? Nee, ne? Ne, ist ein Blechgrill, oder? Ist ein Blechgrill. Aber ist auch nicht original, ne? Die einen haben auch so einen Bakelit-Grill gehabt. Hier Duroplast-Grill. Haben wir auch noch liegen. Ne? Aber hier, da bin ich neidisch drauf auf dieses scheiß Emblem, ne? Und diesen scheiß Gitter. Aber das brauche ich für mein Projekt nämlich noch. Sonst passen. Aber ist eh ein neuerer, dieser hier. Das ist eh ein neueres Modell. Was ist das für einer? Wollte ich gerade sagen, das ist ziemlich später, ne? Schon nur Schraubfedern oder noch Blatt? Wollte ich gerade sagen, also wie schon der 89er. Dann loben wir einfach mal. Oh. Daran sieht man, ich ertarn sie alle. Nur auf Eik getrimmt. Alter Cheater. Oh, du fährst doch die Originalbremsleitung. Oh, da habe ich letztens Ärger mit gehabt. Die rechte ist neu, die linke ist original. Ja, natürlich. Aber jetzt die Flocken dicht. Ganz hardcore. Aber letztens gehabt, bremst du gar nichts mehr mit dem Ding. Aber also das Originalteil, den kannst du nicht wegschmeißen, ne? Nee. So, jetzt darf ich mal? Ja. Ass rein. Nur noch hier. Eine Anlage. Alter, die Elektrik ist ja mal richtig geil. Was hast du da gebockt? Alter! Da ist ja alles drin! Ja. Der kriegt TÜV! Aber greift er nicht rein, ne? Alter, mal einmal eben durchziehen und ein paar Stecker abziehen. Da musst du geschult für sein. Glaube ich dir aufs Wort. Was sind das für eine Kontrollleute, die hier runter bault? Ja. Die kann aber auch gar nicht gehen, da ist ja gar keine Masse dran. Weiß ich nicht, wo die jetzt rausgefallen ist. Ach du Scheiße. Da stand ich im Schalter irgendwo hinten. Ja. Wenn der alte Lichtschalter kaputt geht, kein Problem, hier liegt ein neuer. Nee, ja. Scheibenwischer. Richtig guckig. Das Wort mache ich ja gerne, ne? Da gucke ich mal gleich gegen an. Das ist genau meine Welt. Ohne Flachs. Dings ein Radio drin, vollgeschmissen die Kiste. Ich finde ihn gut. Ich finde gerade, weil er halt rattig ist, finde ich ihn gut. Aber Schickimicki finde ich auch gut. Aber das ist aber halt, da kann man noch mit fahren. Da hast du halt immer. Hier, der Putzlappen liegt genau da, wo ich vorhin bei war. Weißt du, das ist halt das Problem, wenn du Schickimicki fährst. Ne? Ich guck mal ein bisschen reiniger. Was das ist. Merkst sofort, dass du das so Aufstellfenster hast, wenn du die Tür zumachst. Das ganze Auto wackelt. Wenn du die nicht drin hast, wackelt das Auto nicht. Ja, können wir vergleichen. Wir haben ja einmal hier mit, pass auf, das ganze Auto wackelt. Sollen wir eben deine gute, saubere Tür mal eben aufmachen? Warte, die gute, warte. Pass auf. Auf jeden Fall nur das Schulter gewackelt. Gut, dazu. Ich finde die aber geil, weil
Ich finde allgemein geil, weil es ein Trabant ist, aber Scheinwerfer ist auch geil. Ein Scheinwerfer ist der Nahscheinwerfer, der andere ist der Fernscheinwerfer, weil der steht nicht so, der andere ist so. Separaten Schalter drauf machen, fertig ist. Finde ich guckig. Dicht und mit schwarzem Zeug abgeklebt. Wir wollen den Rest mal beobachten, wie die das gemacht haben. So, dann haben wir erstmal ihn hier, wer hat erst abgeklebt? Auch mit schwarzem Zeug, mit Silikon. Aber einen Keder durchgezogen. Sag mal, diese Kederfront, die hier ist, ne? Mal an dich gefragt jetzt, ne? Ja. Die gab's auch original mal, ne? Das weiß ich auf jeden Fall. In welchem Baujahr gab's die mal? Das weiß ich jetzt. Es gab mal dieser Keder, den gab's wirklich mal. Die ganz frühen Baujahre. Ich meine bis 69 oder so, bis 70. Ich kann sagen, hat mich mal jetzt einer gesucht. Ich hab gedacht, was hat der da für ein Problem mit Kedern? Aber es gab's wirklich. Ja. Ne? Da bezahlen die halben Geld für. Ja! Ich betrappt. Stecken können, ne? Aber immer diese Dichte, die ziehen sich immer zusammen. Wir werden bei jedem Trabi gleich finden, dass das hier im Wert geschmiert wurde oder die Scheibe kam mal neu rein und dann passt das wieder. Ne? Komm mal weiter. Der ist wirklich sehr sauber, Alter. Wie lange hast du gebraucht, den wieder aufzukriegen, so wie der ist? Also ich habe den ja vor knapp 3 Jahren frisch lackiert quasi bekommen. Das ist schon mal gut. Aber einmal die Woche Handwäsche, ist klar. Fährst du viel damit? Das ist mein einziges Auto. Das höre ich gerne. Das krass. Dafür ist er wirklich. Für den Daily, ne, ist der echt, kannst du sagen, was du willst. Da ist ja gar nichts dran, ne? Ja, ein paar kleine Marken hat er immer. Wenn er guck nicht drunter und, ich guck gleich mal drunter. Und überall dein Sanitärsilikon, egal wo du warst. Überall. Ich hab die Leisten abgehabt, hab erstmal sämtliche Schraubenlöcher zugespielt. Oh. Ja. Meinst du, da kein Wasser reinkommt? Genau. Geil, mit dem Chromschriftzug hinten. Oh, total geiles Ding. Ne? Rückfahrscheinwerfer des Todes. Der ist hell. Wollte ich gerade sagen, der ist echt des Todes. Und hier ein abschließbaren Anhängerkupplungsklaus, wa? Hat er hier auch. Stimmt, ja, der ist doch geiler. Der ist mit Dingsenmutter. Das kommt mir unter das Auto. Ich dachte, der sieht unter das Auto auf jeder andere Trabant angeschickert, wa? Oh, guck. Frischer Unterbodenschutz, das ist hier nachgeduscht. Alter, du hast aber richtig Unterbodenschutz drauf gehackt, wa? Radkasten eine große Dose. Aber mit Steinschlag-Klaus drauf, ne? Das ist alles Steinschlag. Aber richtig frisch noch, ne? Ja, gestern. Wollte ich gerade sagen, das ist noch richtig. Das lebt noch richtig. Auspuff. Ja, da ist halt jetzt nach dem Schickimicki, ne? Das ist, unten sieht man halt. Ist ja halt nicht so ganz. Ja, ist ja nicht schlecht, ne? Aber ist er halt wie jeder andere Trabi. Ja. Ne? Ist so. Definitiv. Ja. Und ja, die Weißmannreifen, das ist fake. Ja, schon klar, da hast du die Dinger rangespannt, aber du hast die, ich habe mich gerade schon erklären lassen, weil ich habe vorhin schon bei denen geguckt, da drüben, da ist schon der Reifen angeschliffen bis zum geht nicht mehr, hat der nicht das Problem. Hier guckst du, der Reifen ist noch wie neu. Schon ist der Reifen auch neu, so wie ich dich kenne. Ja, ein Jahr. Das ist voll der Ballonreifen irgendwie von der Optik. Sollen wir mal hier drüben mal gucken, wenn du mit dem vergleichst? Das ist natürlich ein normaler Winterreifen wahrscheinlich. 70, mit euren großen Reifen. Ich fahre die Gurkenreifen von Udo. Die sind doch schon ein bisschen älter, die hier, oder? Na egal. Ja, wollte ich gerade sagen. Vor allem Winterreifen lässt du 10 Jahre alt werden und dann kannst du noch im Sommer mitfahren. Weil dann sind die hart genug für den Sommer. Dann passt das schon. Ja, ich finde den schön. Also, guck mal, den, der habe ich gerade schon gesagt, ich habe gerade schon mal ganz groß angeguckt. Ich finde, das ist so ein, der ist mehr original wie der geht nicht. Weil der ist wirklich genauso, wie die Dinger damals in der DDR gelaufen sind. Wirklich, also wirklich so hier mit Gebrauchsspuren und trotzdem gepflegt. Finde ich, ne? Auch wenn er nicht so gerne Greta macht. Die Grete. Haben wir denn noch hier schön, das haben wir mal luren. Ich geh nochmal fummeln, ne? Ja. Abgeschlossen. Ist auch ein 80er Baujahr, was ist das für ein Baujahr? 89er Ausfahrfeder hinten. Ein 89er ist eh bekannt für Rost, aber ich habe noch nie einen gehabt mit Rost tatsächlich, mit Großrost, 89er. Die schlimmsten, die ich hatte, waren mal 86er. Da waren die allerschlimmsten. Ich weiß auch nicht warum. Ansonsten, ich finde es schön. Das Einzige, was nicht ganz passt, ist der Ostereiergrill vorher dran an der Original. Deswegen, den kannst du mal abmachen und mir geben. Nee, was ist das denn? Oh, so ein Baum. So, jetzt gehen wir mal auf den Gold 2 luren. Ja, dann lur mal. So, was haben wir denn hier schön? Madison, welche Maschine? 1,3er oder 1,6er? 1,6er. Siehst du? Wenn wir viel mehr gab's die Dinger ja auch nicht. Ein 1,8er Madison? 1,8er gab's auch. Ja? 90 PS. Ah, den 7-Ripper bin ich voll neidisch drauf. Ja. Hab ich gerade schon gesagt. Habe ich so vom Vorgänger übernommen.
Ich finde den 7 Ripper tot schick, weil ich finde, der sieht ein bisschen aus wie ein 1er. Aber guck mal, ich habe gerade einen Golf-Alter Vergleich hier stehen. Guck mal, der ist ja relativ flach hier vorne. Ja. Und ich finde, der 5-Rippen-Grill, der kommt mehr raus vorne als der andere. Finde ich hässlicher. Ich finde, das hat sich den 7 Ripper viel schöner. Muss ich unbedingt noch. Den habe ich so vom Vorgänger übernommen. Muss ich unbedingt noch von meiner haben. Die Felgen, die nicht. Dann, die Innenausstattung nicht. Dann vorne GTI-Lippe. Jo. Und hier Chromkeder-Stoßstange. Auch Goldstaub mittlerweile. Ja. Hast du ein gutes Auto? Ja, so muss es. Ne, ich finde die wirklich, also ich finde also find auch die Farbe finde ich geil. Halbgurkig. Ne? Schön mit dieser GT-Verbreiterung drauf. Dann wieder nicht passend zum Baujahr, sondern wieder Grill, das hier. Obwohl, ich hätte auch mal einen 91er gehabt, hätte ich auch gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das, wollte ich gerade sagen, was original so war. Sind da GL-Sitze drin? Ja, aus dem ersten Modell. Hatte ich gerade, früher, ja stimmt. Hätte mal einen Audi 80er, den gleichen gehabt, optisch tatsächlich, der W2. Das sind die ersten, aus dem ersten Modell, ich glaube 85er oder ich find, 84er Modell, weiß ich nicht genau. Der ist schön, schön Dachhimmel noch drin. Ja, wenn du Dachhimmel und Schiebedach hast, hast du immer die Hölle, ne? Das kannst du vergessen. Da kannst du, die sind immer ein Arsch. Da sind die beiden ohne Schiebedach kaufen, da sparst du ganz viel Ärger. Mit meinen habe ich ja Ärger gehabt, das geht nicht mehr damit. Ne? Die finde ich echt schön. Klar, der ist halt alt und ein bisschen patiniert, das ist natürlich auch, ne? Aber das sind solche Sachen, da guckt man gar nicht hin bei solchen Autos. Nö. Ne? Nö, auf keinen Fall. Schön mit GT-Verbreiterung dran. Finde ich geil. Ich finde, der hat was. Auch mit der Farbe. Auch so ein bisschen tiefer. Was ist da drin? TR Technics? Ja, der taugt nicht, genau. Der sieht nämlich so hart aus, auf ersten Blick. Ja, gerade jetzt, ja, vom Beton, ist das in Aurich gewesen, abnehmen lassen. Ass rein. Was ist das für ein Endrohr? Das macht mal Angst. Ja, das ist gar nicht anders. Das macht das mir richtig. Nur abändern. Alter, das macht mir richtig Angst, das Endrohr. Vor allem, da sieht man auf ersten Blick, dass es original fake ist. Hört sich mal an. Was ist das denn? Ich hab's abgeändert. Das ist. Jetzt können wir erstmal unter das Auto gucken. Tankbänder sehen gut aus, sind nicht rostig. Ja, Fahrwerk ist also mega lange drin. Auch neu. Ja, was willst du mehr? Hast du die alten noch? Ich brauche noch eins. Ja, die waren alle gar. Scheiße, ich brauche noch eins für meinen Golf 2, weil mein 2 hat doch einen Fangbein kaputt. Die waren alle gar. Und VR. Haben wir da hier Mittelschalldämpfer. Cut, Mittelschalldämpfer, riesengroßes Ding. Ja. Noch ein, neben Vorschalldämpfer. Noch ein Schalldämpfer. Und noch ein Schalldämpfer. Und dann den Schalldämpfer. Wieso drei? Oh, bei der Anlage gibt es nur drei. Alter, reiß mal an. Da muss ich mal eben hören. Scheiße. Ich kann sagen, der muss halt leider sein. Bisschen hier angegammelt. Endspitzen sind doch okay. Bin ich gespannt. Max, Vorsicht. Ja. Ja. Okay, aber. Der ist jetzt kalt. Ah, geht aber noch, Alter. Ja, geht er noch. Da fehlt noch ein bisschen der Sportwagen. Guten 1,6er mit dem guten Vergaser. 100%iges Ding. Wer ist denn mal hier? Wie ist denn nochmal hier 2E2 oder so hieß das? Ne, 2E. 2E-2. Nein, 2E. Nee, 2EE. Ist elektronisch. Genau, 2EE. Ja. Nicht irgendwie so? Aber, nee, 2E war der normale. 2E war der normale. Der normale Pierburg. Und das ist halt 2EE. 2E-E. Aber ich habe ja ein bisschen gegurkt, habe ich hier auch, ne? Das ist ja auch mal ein Golf 1, ey, auf den ersten Blick. Im Golf 1 hat den gleichen Motor. Optisch, genau. Ja, klar. Neue Lichtmaschine drin. Neue Lichtmaschine drin, genau. Hast du die Wasserpumpe unten? Hat er Servo? Neue Zündfeder, ne. Drin. Anders habe ich irgendwann mal. Komplett. Ist ein schönes Auto. Ich find den geil, ne? Die Batterie ist mir genauso alt wie das Auto, auf den ersten Blick. Aber die ist auch gut. Für den Sommer reicht die noch. Ich halte noch für den Winter. Echt? Ja. Okay. Momentan, ich habe wieder Batterien sterben bei mir. Bin froh, dass ich eine neue Batterie geschickt bekommen habe. Weil momentan ist wieder mein Pontiac von vorne wieder nicht anspringen. Ja, gut. Schon wieder alle gestorben. Udo hat ja noch welche. Ja, hoffentlich. So, komm, wir machen mal eben so, dass wir mal so ein bisschen Golf mit drin. Muss ja auch mal, ne? Weil ich finde den geil. Ich mach die Farbe gerne. Die Farbe sofort, ne? So, das wollen wir luren. Jetzt fangen wir nochmal mit den Schickimicki an und danach gehen wir mal eben nochmal so ein bisschen in die Rattenfraktion. Weil der ist für mich echt speziell. Da gibt es, glaube ich, Geschichten zu erzählen, 50 Jahre weit groß. Ja. Hat der auch ein Airwhite drin? Nee, ne? Ja, doch. Hat der auch drin? Ja. Ach du Scheiße. Immer. Alter, das Fahrwerk kostet mehr als das Auto. Das ist aber ausprobieren, ne? Alter Schwede. Ein 86er auf alt gemacht. Aber ich finde trotzdem saugeil bei dem Auto, was du mit der Leiste gebastelt hast. Das passt richtig gut. Ja, die sind eBay-Leisten, die kannst du warm machen. Ja, biegen, ne? Diese Gurkenleisten, ich weiß schon was. Der Tachi ist auch bestellt in großen Mengen für seine Gurken. Ja. Alter, was für was? Das haben die P50 und so, haben das ja auch ein bisschen breiter, ne? Alter, das mach ich mit meinem hässlichen Kombi, den ich da hab. Ja. Dann mache ich auch so ein bisschen so hier in zweifarbig und lackiere ich das aus wie beim Bel Air. Ja. Junge? Ich hatte auch schon mal einen P60 gesehen. Tatsächlich. Ja, ich glaube, die alten, die haben das, glaube ich, sogar original, die P60. Die sind ja zum Teil zweifarbig, ja. Ne? Ja, die waren so ein bisschen angelegt an die großen Ami-Schlitten. Wenn man gedacht, das sieht, hat das, ne? Uns keiner. Du hast du auch angeschickerte Ringe? Ja, natürlich, guck, da muss ich hinter. Oha, oh, au! Oh.
Geht aber noch. Man kann den Schriftzug, aber ich habe schon welche gesehen, wirklich, die sind wirklich bis auf Draht runter geschliffen. Ne? Geht aber noch. Ne? Mal luren erstmal. Wir haben hier. Ja, aber ein bisschen sieht man das Pyramide nach außen. Ne? Du hast da Plastik noch dran da unten. Das ist ein Stilbruch. Da müsste eigentlich dieser Metalldeckel dran. Ja, genau, ja. Alter, ich krieg den Deckel auch nicht bei meinen. Ne? Bin da auch Ewigkeit am Suchen schon nach. Den Deckel gibt's nicht mehr. Neuen Tacho drin. Wieso ist das Radio bei dir aus? Ich hätte das Radio auch, meins geht nicht aus. Wie machst du das? Zeig mal. Hab ich mal Zündung. Ah, clever. Ich hab das bei mir im Pontiac drin auf Dauer Plus. Und dann, das kannst du nicht ausmachen, die Uhr geht nicht aus. Ich habe 15, dann passt das. Furchtbares Radio. Furchtbares Scheißding. Aber billig. Ja, 20 Euro oder so kostet, ne? Und sieht nicht ganz so behindert aus. Und hat USB. Muss natürlich Glück haben, dass es auch ankommt, ne? Bei manchen kommt es ja nicht an, das ist etwas. Da hast du noch ein Handschuhfach drin. Da ist ja die Anzeige. Aber hast du aber schon moderne Türen drin, ne? Wenn die frühen Türen, die hat ja noch oben einen Knopf. Ja, stimmt. Ne? Geil. Das ist ja auch ein 86er eigentlich, ne? Tja, Technik, das ist die 86er, ja, hab ich ja gehört von dir. Ja. Ne? Aber wie gesagt, wenn du auf Eich getrimmt hast, weißt du, ne, sieht man halt so mein. Leider sieht das nicht. Ja. Weißt du? Ich finde die Sonnenblenden geil. Ja, die waren auch mal in so einem Schlachter mit drin. Hammer! Gesehen, ne? Hammer, geil, da kannst du durchgucken, ne? Ja. Sexy. Dann bei der mit Airwhite drin. Mann, nicht schlecht, das Specht. Das geht aber noch, wa? Vom Platz her? Ja. Aber der Thea Taunis hat echt ein Fahrwerk dafür gebaut? Das für Trabis? Die einzigen, die sowas bauen, ne? Ja, würde ich. Hätte ich ja nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, ohne Flachs jetzt. Kriegst du halt mit Papier und alles. Kannst du abnehmen. Mit TÜV. Ist das schwer einzubauen? Das geht. Bei dem war das erste Mal, da haben wir es ausprobiert. Mhm. Bei denen ging es halt ziemlich schnell, ne? Beim zweiten Mal. Ja, stell dir morgen auch noch einen hin. Dann läuft es ein bisschen einfacher. Du hast halt viele Kabel, ne? Oh, die hab ich letztens verkauft, ne? Jetzt ärgert mich gerade ein bisschen drüber, weil die hätte ich gerne an meinen 71er ran gemacht. Aber hier, die muss doch die Effektoren haben, die richtigen. Ja. Ein Kollege hat gerade gesagt, der hat eine ganze Kiste von voll. Ja. Warst du da nicht? Ich war das, ja. Ich kann mal gucken. Ja, nur wegen alt. Wenn du alt haben willst, musst du die alten Reflektoren dran haben. Ja. Das Alu, die guten. Das stimmt wohl, ja. Müsst ihr aber welche von haben. Geiles Ding. Ich find den sexy. Ich finde wirklich sexy. Obwohl ich mein Trabi eigentlich mal schätze, dass er so hoch ist. Ja. Da geht über jedes Acker. Aber hast du da gesehen? Letztens auch bei dem, wo ich bei Degen hatte, war, habe ich meinen ganzen Auspuff abgerissen. Ja, an der Raststätte. Ja, scheiße. Deswegen hast du mal einen Leistungsverlust, denke ich. Ja, das war der Grund gewesen. Weil war total locker. Kein Staudruck, gar nichts. Ne? Eine gute Ecke drin, ne? Deswegen. Ja, egal. Ich fahre den Auspuff trotzdem noch auf. Der ist doch okay. Finde ich, kommt da halt noch mal ein Rohr zwischen. So, was haben wir denn hier? Auch ein 80er-Kombi. 89er, oh. Macht keinen Unterschied beim Airwhite, wenn ihr jetzt umrüstet aus hier, wenn du Schraubfeder hast oder Blattfeder hinten? Also ohne Airwhite, ich habe hier aus 180er Fahrwerk, da war ich hier. Ja, genau. Hm? Nee, ich meinte jetzt, wenn du jetzt ein Airwhite, das sind andere Stoßdämpfer nur, oder wie funktioniert das? Also Blattfeder, fällt die komplette Blattfeder weg und du hast da halt nur noch einen Stoßdämpfer. Okay, das geht aber dann. Die 89er 80 würde auch passen notfalls. Ja, genau. Das wollte ich nur wissen, weil das ist mir hier, wie gesagt, hätte anders sein können groß. Ja. Ne? Der ist auch nicht schlecht. Einteilige hier runde Stoßstange dran, auch sehr sexy. Mittlerweile auch Arsch gesucht, die Scheißdinger, ne? Ja. Und sobald da Chrom dran ist, brauchst du gar nicht anfangen. Jetzt ist ein ganzer Trabi für dich. Dann gäbe die Kosten mittlerweile. Deswegen sag ich jetzt bekloppt. Sonnenschuten finde ich auch sexy. Meiner hat mir da mal zurückgegeben mit einem Käfer. Mein Kofferraum habe ich aus meinem alten Dach gebaut. Richtig Gangster. Was haben wir noch hier? Mal gucken. Oster-Air-Grill dran, Zusatzscheinwerfer, Original DDR, Defra-Dinger, wie die heißen. Dann hat er auch wieder die schönen Gradkappen drauf, die ich auch gerne hätte. Gucken wir mal hier. Guck mal, der hat richtigen Grad schon. Sag ich doch. Da hab ich gerade schon gelurrt, da hab ich schon vorher gewusst. Na, auf und zu? Auf. Guck mal, eben Sitz ist original. Ja. Ist nur ein 80er-Sitze drin. Nee. Was? Oder was? Nee, wir hatten von mit Kopf. Ja? Ja? Ah, okay. Ich glaube, irgendwie aus den 70ern müsste das sein. Ich hatte bei mir in der Gurke hatte ich original die gleichen auch, ohne Kopfstutzen. Okay. Kopfstutzen waren die Serie bei den Dingern. Ach so, das war immer Deluxe Klaus, ja. Ja, Sonderwund oder halt S, ja, hast recht. Ja, haben wir noch hier so Ablage drin. Richtig auf Eich getrimmt. Ich find den auch sexy. Ja, wie gesagt, mal dieses Airwhite-System. Ich finde das eigentlich eine ganz geile Sache ist, aber es ist halt nur schon, ne? Ja. Mehr ist halt nicht, für mehr kannst du halt nicht gebrauchen. Nee. Ja, aber es fährt sich aber geiler, ne? Ja? Ja. Das haben wir auch das Ding. Pump mal hoch, genau, eben muss hochgepumpt werden. Bis Anschlag. Anschlag hoch. Bis Anschlag. Und hier, Twingo fällt da oben drin. Ja,
hast vorne halt die letzten drei Lagen, die verpressen die letzten halt drin, ja, und die anderen, die fliegen alle raus. Ne? Okay. Da hast du so eine Verstrebung vorne drin, dann, dass sie die Dülme nicht einknicken. Ach so, mehr ist halt nicht. Das ist ja alles versteift. Ne? Vorne hast du halt mega hoch, dass richtig, du die Höhe kriegst. Ne? Richtig gurkig. Richtig gurkig. Ist noch nicht ganz so oben, Kompressor. Ich pumpe mal eben mein Auto hoch. Moment. Das ist dieser. Das ist diese coolen Videos bei den Tunern immer und so. Weißt du, wie der so. Und du stehst da. Moment, Jungs. Moment. Ich komm gleich. Oh, ich hab schon Luftverlust. Ne? Ne? Nee, das ist der Tank. Schein gehabt. Warte. Bis die Batterie einknickt. Kabel locker. Da ist ein Kabel abgegangen. Hab ich gesehen, einfach der Rückwärtswackelpasser wieder. Ah ja, gut, sagt ihr, Dennis. Super. Dennis Tuning. Nee, das war ja ein Einbaufehler. Ach du Scheiße. Das ist ja im Bad gewachsen, bis das Ding oben ist. Ah gut, ich kann mir vorstellen, wenn er läuft, besser, ne? Wenn er läuft, wahrscheinlich ist er ein bisschen schneller. Achso, das ist geiler. Aller Kopierer. Der nützt ja nichts. Scheiße, wäre nicht mehr der Einzige, der zwei Batterien fährt. Ja, also irgendwie so richtig. Also eben was schöner da drum, ne? Ja, das ist ein Tank. Ich finde aber auch deine Türpappe geil. Sollt ihr ein bisschen Panzertape geben? Ich hab schon doppelseitiges Klebeband. Oh! Ach, hier ist die Anzeige für die Wollen. Ja. 9 Bar. Was ist Betriebsdruck für die Scheiße? Hm? Was ist Betriebsdruck? 10, 12? Also ich war vorne immer so auf 3 und hinten auf 8. Okay, also so hoch war er noch nie. Nee. Das ist beim Einbau. Ich will nur mal gucken, ob da die Originalhöhe rankommt. Ach du Scheiße, das sieht er jetzt ja schon. Ja. Ein bisschen geht noch rein. Und wann musst du wieder hin? 11.20. Ja. Erzähl von deinem Quäkenbau. Was? Ja, ich wollte eigentlich, ich hab ja noch einen Quäk. Ich wollte da auch einen Airbag drin haben, aber stellen die nicht her. Scheiße. Für den Wohnwagen. Ja. Sehr geil, dann brauchst du noch nicht mehr festkochen. Ja, ist so. Ich hab viele Autos gemacht. Ja, also Wohnwagen wird schwierig. Ja, Sonderanfertigung. Nee, es wird vom Trabi passen, aber es sind halt auch wieder knapp 1000 Euro, ne? Ja, gut. Ja. Ist voll. Ja, da ist halt oben jetzt. Ja, weil das soll ich noch ein bisschen rausheben? Da kommen wir noch ein bisschen. Ja, aber warum nicht? Kann man machen, ne? Muss man aber nicht. Also für Schutzbecken ist das gut. Aber das könnte ich mir jetzt im Alter nicht vorstellen, weil ich ehrlich bin. Da finden wir ein bisschen so, dann gehe ich da wieder ein Kabel ab und dann stehst du irgendwo da auf dem Hof bei der Arbeit und kommst eben vom Hof runter, legst da irgendwo auf zu schleifen. Diese japanischen Videos von den Typen mit diesen komischen hier, die so einen Sturz haben, ja, die da runterfahren. Ich habe das ein Video gesehen, die lagen da alle auf und die Kinder sind nicht angeschoben. Aber geiles Ding. Ne? Wie gesagt, es ist genau wie er hier. Ich finde die beiden sehr sexy. Aber wie gesagt, mein Herz steht ja echt fürs Originalfahrwerk, auch wenn es tiefer nicht schlecht ist. Ne? Mhm. Weil, wie gesagt, ich habe es auch so abgerissen bei mir mit dem hohen Fahrwerk. Der wird überhaupt nicht lange überleben, glaube ich. Doch. Boah, hast du recht. Der Spango, das Stilbruch, finde ich. Und ist auch nicht fest. Ah, der Gute! Muss ein bisschen schwarz einjauchen, damit er älter aussieht. Und das Fingo-Dach, das finde ich, das ist eine richtig geile Lösung. Das muss ich bei mir auch noch haben, diesen Sommer noch. Jetzt, wenn Rufen kommt, dann kann ich erstmal anschickern drauf. Sachsenring-Logo fällt langsam ab. So, ich hab's repariert jetzt. Danke. Bitteschön, immer wieder gerne. So Leute, das war's. Das war hier mal ein bisschen Gurken-Spezial. Ne? Danke fürs Filmen. Ne? Wie gesagt, da konnte Werbung für euch machen. Hier, da habt ihr ein bisschen hier Trabant-Projekt. Da konnt ihr es auf eine Gurke hinten drauf lesen, weil da haben die mir so einen riesengroßen Okolytenstecker, der ist ungefähr so groß, hinten drauf gepackt. So, Dan, bis zum nächsten Mal. Warte, erstmal ging's. So muss ich filmen, sonst geht das gar nicht. Munter!
Werkstatt.